Ja, hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zurück. Wir müssen hier einen super, duper komischen, seltsamen Test bestehen. Einfach, dass wir sowieso kaum Lebenserwartung haben, für die Gesellschaft total entbehrlich sind und das dritte habe ich vergessen. Was war denn das dritte? Wir machen mal einen Test. Mach den Test des Sittenverfalls mit mir. Wetten, ich übertreffe deine besten Ergebnisse. Na dann los. Das sind 4 sinnlose Kleckse. Was siehst du da? Gleichgültigkeit, lauter deprimierende Sachen, reden wir nicht darüber. Eine schöne Blume, ich passe. Gleichgültigkeit. Gleichgültigkeit. Das ist gar nichts. Nicht mal moralisch verwerflich. Tut mir leid. Probier's nochmal, wenn du wirklich durch bist. Ach so. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Meine Lebenserwartung ist denkbar gering. Ganz sicher? Das lässt sich nämlich wissenschaftlich belegen. Siehst du das Gerät in der Ecke? Besser als du. Meine Augen sind nicht geschwollen. Ist das ein Typ. Aber du hast recht. Ohne meine rote Brille sehe ich schlechter. Hab sie gestern verloren. Also, der Apparat ist ein Lebensanzeiger. Er misst anhand der Atempartikel die verbleibende Lebensspanne des Testsubjekts. Gar wie unheimlich. Wie lange noch, bis man den Löffel abgibt? Stimmt's? Eindeutig positiv. Positiv, eindeutig. Okay. Da muss ich wahrscheinlich nur sehr, sehr, sehr viel für trinken. Dann passt das schon. Was muss ich also tun, um als gesellschaftlich entbehrlich zu gelten? Keine Diskussion. Du arbeitest beim Quill. Du bist ein genialer Sportreporter. Verrat mir doch mehr über den Poeten. Ist er wirklich so blöd? Naja, der Poet des Schmerzes ist eigenartig. Eigenartig? Eigenartig? Ja, eigenartig. Ja, was genau heißt denn eigenartig? Hallo? Huch! Ich verstehe. Sehr eigenartig. So lala, eigenartig. Danke fürs Gespräch. Warum darf der Poet nicht ein Versuchskaninchen sein? Das ist leider wissenschaftlich unmöglich, weil er nicht in meine Teleporterkabine passt. Es ist unwirtschaftlich, weil die Baukosten für eine Kabine seiner Größe unabsehbar sind. Und es ist moralisch verwerflich, weil wir hier über einen der größten Dichter unserer Zeit reden. Okay. Heißt er wirklich so? Poet? Der Poet des Schmerzes. Er hat schon 3 Gedichtbände zum Thema veröffentlicht. Leider fängt er an, sich zu wiederholen. Ich denke, wir müssen gleich mal mit dem Poeten reden, um die Tests hier zu bestehen. Mindestens. Und dann müssen wir uns gleich immer noch ein bisschen umgucken. Aber wir quatschen erstmal eine Runde weiter. Hatte er es schon immer mit Gedichten? Früher war er Filmkenner. Da er ziemlich schmerztolerant ist, hat er alles bis zum Umkippen ausprobiert. Er hat sich vernachlässigt. Am allerbesten war, dass er seinen Freunden von seinen Versuchsschmerzen berichtete. Das tat er so poetisch, dass jemand vorschlug, das musst du unbedingt aufschreiben. Okay, ich glaube, der hat ein bisschen zu viel RTL geguckt. Warum will er unbedingt Versuchskaninchen spielen? Meine Teleporterkabinen sind in der letzten Testphase. Sie sind noch ziemlich gefährlich für die Freiwilligen. Der Poet betrachtet sie als neue, aufregende Form des Schmerzes und... aufregend neu. Poeten. Alles Blödmänner. Zurück unter die Decke, Brummer. Was für ein Typ. Okay, was können wir denn hier... Oh, hier gibt's viel zum Gucken. Keine Ahnung, was das ist. Will ich auch gar nicht wissen. Doch, ich will's das wissen. Das rühre ich nicht an. Ach. Okay, was haben wir hier? Steuerpult? Sehr niedlich. Wenn ich den Test bestanden habe, löse ich das hier. Okay. Nein, der alte Brummer soll mich selber testen. Okay, okay. Tisch. Fast so ordentlich wie mein Schreibtisch beim Quill. Mhm, ist klar. Nichts für mich dabei. Gibt's hier noch irgendeine Waage? Seltsam. Warum? Na, wie viele Jahrzehnte bleiben mir wohl? Ich will das gar nicht wissen. Jahre. 5 Monate. 6 Tage. 12 Stunden. 9. 5 Jahre, 6 Monate, 12 Tage, 9 Stunden. Widerliches Ding.
Gott, und das Schlimmste ist, dass ich keine 2 Jahre mehr haben darf, damit Fly mich als Versuchskaninchen annimmt. Das ist sau erschreckend. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr erschreckend. Okay, kann ich mir... Ich möchte mir gern, ich würde mir furchtbar gern was zu trinken mixen. Geht das nicht? Okay, wir gucken uns mal weiter um. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Nicht Hilfe, Hotspots. Da gibt's noch was. Kamera. Nettes Teil. Ja, ne, sieht schick aus. Nimm mal mit. Du kannst doch die Sachen nicht auf dem Boden liegen lassen. Murray, pass auf, wo du hintrittst. Da liegt meine Kamera. Um alles muss man sich selbst kümmern. Jetzt liegt sie da nicht mehr. Okay, wir gehen nochmal auf den Bootssteg und sprechen mal mit dem Typen. Hör genau hin. Ich werde Fleiß Versuchskaninchen. Ja, sag mal, hast du dir die Hand verkohlt? Schmerz. Schmerz inspiriert mich. Ein Vers, ein ganz neuer Vers. Eine höllische Sonne versengt mir die Haut. Präzise, grausam und verschlagen. Soll ich dir die Fresse polieren? Das schlägt mir auf den Magen. Nein, zu gewöhnlich. Das inspiriert mich nicht. Neuen Schmerz für neue Verse. Zeig mir was Neues. In Ordnung. Warte hier. Du wirst ausflippen. Okay, ich soll dem wehtun? Geht. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Wie wär's mit kleinen Messern? Du kannst dich damit schneiden. Hier und da, wie es dir gefällt. Ich wiederhole mich nicht. Niemals. Ah, sag nichts. Du hast dich schon geschnitten. Hier und da, so wie es dir gefällt. Was Neues? Zeig mir was Neues. Och, Mann. Der Seelenfresser vielleicht. Seelensauger. Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Na los, saug dir die Seele aus. Mal sehen, ob das wehtut. Haha. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Ja, was habe ich jetzt davon? Wirklich doll war das jetzt auch nicht. Der ist jetzt weg? Kann ich davon ein Foto machen? Nö. Hey, Poet. Poet. Trag mir eines deiner Schmerzgedichte vor. Worte sind mir... Ne. Willst du wirklich nicht mehr... Trag mir eins deiner Schmerzgedichte vor. Eins? Welches denn? Hat die Lupe dich inspiriert? Wie war's, den Zahn irgendwas aus deiner bisherigen Büchern, ein Geistesblitz zur Inspiration? Wie war's, sich den Zahn zu ziehen? Strömt das Blut wie rotes Spray, tut der Kiefer wohlig weh. Okay, ich glaube, wir brauchen das wahrscheinlich noch. Ein Geistesblitz zur Inspiration? Keine Inspiration. Zeig mir was Neues. Dass der noch alle Finger und alle Zehen hat, wundert mich doch sehr stark. Lass dir was Neues einfallen. Deiner Dichtung zuliebe. Worte sind mehr als ausreichend, um dir Schmerzen zuzufügen. Worte als Schmerzen. Schmerzhaft. Verschmerzt. Spannender Einfall. Du bist ein Scheißpoet. Du bist eigenartig. Du bist eigenartig. So sagt man. Oh, okay.
Du verstehst nicht. Eigenartig ist was Schlechtes. Eigenartig ist nicht schlecht, ist nur eigenartig. Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Klar, schon. Aber ich sage es auf eigenartige Weise. Eigenartig? Eigenartig. Wer ist eigenartig? Na, du bist eigenartig. So sagt man. Okay, das bringt nichts. Du bist ein Scheißpoet. Unproduktiv, ärgerlich, uninspirierend, transzendiert nicht. Transzendiert ist ein sehr schönes Wort. Deine beklagenswerte Erzeugerin könnte keine Sekunde unter einem Dach mit dir leben. Au. Was für ein Typ. Was für ein Typ. Die haben gesagt, dass meine Mutter weggerannt ist, als sie mich sah. Oh, ist das traurig. Keine Beleidigungen, Schwachkopf. Willst du wirklich nicht mehr Fleißversuchskaninchen werden? Wirklich nicht. Wirklich nicht. Hey. Hey, hey, hey. Okay, das hat nicht sehr viel gebracht, aber wir könnten mal das hier machen. Oh, bitte nicht. Der flippt aus. Oh, bitte nicht. Na, irgendeine Inspiration? Es inspiriert mich. Ich spüre es. Die Stärke, die Dauer. Erzähl's mir. Das ist so krank. Mein Gehör, von 1000 Bienen schwer verletzt, explodiert mit Macht. Was für ein Gedicht, mein Freund. Was für ein Gedicht. Danke, mein Freund. Danke, Freund. Das ist so krank. Einfach nur so krank. Okay, wir haben das ganze Zeug hier noch. Ja, was machen wir damit? Das möchte ich nicht. Okay. Das da? Nö. Die haben El Chupacabras gehört. Das waren Salzstreuer, ne? Und eine Zitrone für den Tequila. Da ist für Flaschen, Gläser, Salz und Zitrone Platz. Strategisch angelegt. Das braucht keine Farbe. Ich gehe nochmal zurück zur Yacht. Und dann gucke ich mal. Aber mit dem Typen kann ich nicht sprechen. Okay. Warum kann ich... Das lasse ich nicht da. Ich weiß doch nicht. Ich bin schon wieder am Ende, ne? Also irgendwie ist das hier nicht mein Adventure, Leute. Es ist irgendwie nicht meins. Ich komme hier nicht auf Ideen. Ach, wir gehen nochmal zurück und gucken mal, ob sich irgendwas sonst noch verändert hat. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ich wüsste jetzt auch nicht, wofür ich ihm diese ganzen Gedichte entlocken soll. Vielleicht für den einen Test nachher. Gehen wir zurück zur Villa. Der schläft da immer noch. Okay, guck mal, der hat das schon fast weggemacht. Schade eigentlich. Das überlasse ich den Special Agents von den X-Akten. Okay, das Graffito. Sehe ich wie ein Kunstkritiker aus? Okay. Kann man hier sonst noch irgendwo hin? Nein. Kann man den El Chupacabra vielleicht fotografieren? Ich bin doch kein Paparazzo. Warum denn nicht? Sonst kann man ja hier auch nichts machen. Oh, gut. Als Kind war Dan klein, Panove gewesen. Also nahm er irgendwas und zertrümmerte irgendwas anderes. Das bringt mich sowas von gar nicht weiter. Außer, dass ich vielleicht bei dem... Ich gehe nochmal hier runter ins Lager. Vielleicht liegt ja jetzt irgendwas da. Den Aufsteller, Zeitungen, Ofen. Als Kind war Dan klein, Panove gewesen. Etwas, das sein... Das war nicht meine Absicht. Es tut mir leid, ich wollte eigentlich die Hotspots drücken. Das kommt... Naja, macht nichts. Wir schlagen mal auf ganz viele Sachen mit dem, mit dem Baseballschläger ein. Geht das? Nein? Nein? Das möchte ich nicht. Da macht er gar nichts. Okay.
Wir gehen mal zum Bootssteg zurück. Kann ich mit dem Baseballschläger auf den Typen einschlagen? Bringt mir das was? Ich hätte da was. Vielleicht inspiriert es dich. Was Neues? Zeig mir was Neues. Ein Schläger. Ich poliere dir die Fresse und... Ich wiederhole. Okay. Heißt das, du hast dir schon selbst mit einem Schläger die Fresse poliert? Was Neues? Och, Mann. Ih, der Arme. Okay, wir gehen mal hier zurück. Und dann gucken wir mal, ob wir den Schläger hier irgendwo mit benutzen können. Ein Tank lieber vielleicht. Lieber nicht, sonst kommt das da raus. Macht ja nichts. Das Steuerpult... Erst muss ich den Test... Im Schreibtisch? Das lasse ich nicht da. Okay, auf die Waage. Mir bleibt dann wirklich nur noch die Waage. Das möchte ich nicht kaputt machen. Was soll ich denn kaputt machen? Was soll ich denn kaputt machen? Und warum? Und mit welchem Grund? Das da? Nein. Okay. Gehen wir mal zurück zur Villa. Den Typen kann man ja nicht kaputt schlagen. Das stört ihn ja relativ wenig. Tja, ich würde sagen, ihr Lieben, ich mache hier nochmal eine kleine Folgenpause. Und in der nächsten Folge finden wir raus, was wir denn mit dem Baseballschläger zertrümmern können. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch noch eine super schöne Zeit. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!